Warum Leute denn Yave, Hello Friends of Rail? Du, Leute, das geht hier Schlag auf Schlag. Heute Paket gekommen. Messer lag noch bereit. Und ja, warte mal, neues Modell aus hier. Da war ich geil drauf. Wie gesagt, da habe ich das Video gesehen, was ich sagte, das geheime Modell, aber ihr wisst ja jetzt schon, welches das ist. Und warum kann ich mir das leisten? Ich mache nebenbei mit Aktien. Meine Bachai Power Aktien hatte ich verkauft mit, ich glaube, 403 Euro Gewinn nach Steuern. So. Und dann ist so ein Modell schon mal zwischenzeitlich drin. Nicht, dass ihr denkt, ich scheiß Geld. So. Tricks. Da bin ich, wie gesagt, sorry, Frosch im Hals, keine Ahnung warum. Ich hatte ja dieses besagte Video gesehen und da hat er das im Teil vorgestellt und interessant für mich war natürlich der Hammer Sound bei dem Modell, was ich normalerweise von Matrix Modellen nicht gewöhnt bin. Schon das neue Bebilderung der Verpackung. Das ist die 2021er Version, die ist wesentlich anders als die 220er Version, die rauskam. Wir haben hier jetzt zum Beispiel die DB-Version Epoche 3. Kann man sehen, ganzen Symbole. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Oh, ist falsch rum drin. Na egal. So. Meine Finger ein bisschen ramponiert aussehen. Ich war gestern circa 4 Stunden im Garten. Da haben wir das schöne Teil. So rot und schwarz, das Matte sieht richtig klasse aus. Also. Wie gesagt, die 78 hat mir nie gefallen und seit 2-3 Jahren finde ich das Ding so rattengeil. Und konnte mich halt für eine Version nicht entscheiden. Ich hatte mich, wie gesagt, wir machen das mal eben so. Ursprünglich wollte ich die Pico haben, aber da habe ich Zugriffsteile, genau, Bremsschläuche, hier die Stangen. Und da ich jetzt hier gehört habe mit dem Sound von der Trix, die neue Version, hier die 2021er Version, auch mit Führerstand, Durchblick und Beleuchtung, schön filigran. Wie gesagt, der eine, jetzt habe ich noch ein Video gesehen, Märklin schreibt, viele angesetzte, separat angesetzte Metallteile, das sind aber wesentlich weniger Metallteile. Sind Plastikteile, das tut für mich aber keinen Abbruch. So. Ah ja, bei dem Unboxing-Video von dem Triebwagen, wo der Steuerwagen geklappert hat, innen drin, als ob da was lose ist, da war nichts lose, das ist auf der Steuerwagenseite die Kupplungsaufnahme. Die ist eingebaut und die bewegt sich hin und her, da war nichts defekt. Hat ihn trotzdem komplett zerlegt, um zu gucken, was damit ist. So. Kalt, weil Metall. Die Räder haben sie gut hingekriegt hier. Die Zerjung ist schon nicht schlecht, also. Die werde ich nicht zurüsten, weil das eine Wendezuglok ist. Ich fahre ja auch gerne mit den Dampfloks rückwärts, das habt ihr ja vielleicht schon bei meiner 85 und 86 gesehen, aber da kommen andere Kupplungen dran. Wir haben Normschächte hier, da kommen meine Fleischmann Universale, wie heißen diese? Wo ich mit die kennt ihr, die ich nehme für den für Personenwagen. So, das war das Unboxing-Video. Klasse Modell. Weiteres Modell, Video, wie die läuft und so kommt. Bin gespannt, ob die wirklich so leise läuft. Gefällt mir sehr gut. Okay, bis dann.